Attila sollte ein Zeichen geben, dann würden wir loslegen. Ja, sehr gerne. Wir können beginnen. Okay. Liebe Freunde der deutschen Unfallchirurgie, wir befinden uns im Moment in richtig harten Zeiten. Permanent bekommen wir neue Pandemiemeldungen, sodass wir sie eigentlich gar nicht mehr hören können. Und inzwischen ist eigentlich jeder schon ein Experte. Frage ist natürlich, sind wir das jetzt plötzlich auch geworden? Wir haben eine große Ungewissheit, Kontaktverbot, Abstandsgebot. Die Krankenhäuser sind in einem Ausnahmezustand. Wir sind in großer Sorge um unsere Familie, um unsere Freunde, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und letztendlich auch um unsere eigene Gesundheit. Beatmungskräfte und Intensivstationen werden vorgehalten und erweitert. Sogenannte planbare operative Eingriffe werden soweit aus medizinischer Sicht vertretbar verschoben. Und das trifft uns und unsere Patienten schon sehr schwer. Und zusätzlich müssen wir Mitarbeiter für Intensivmedizin freigeben, da sie im Moment an anderer Stelle nicht so genutzt werden. Das heutige Webinar Unfallchirurgie in der Pandemie hat das Ziel, Ihnen verschiedene Wege darzustellen. Sie müssen nicht alles neu erfinden. Sie können die Wege und die Lösungen, die Sie eingeschlagen haben, bestätigt finden oder auch Anregungen für Ihr spezielles Umfeld holen und die dann möglicherweise umsetzen. Und wir erheben hier nicht mit diesem Webinar, wir sind nicht die Experten, aber wir haben eine gewisse Expertise. Wir erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit oder sogar Evidenz und die gibt es eben sowieso noch nicht. Aber wir möchten Ihnen Optionen eröffnen aus den verschiedenen Blickwinkeln unserer Kliniken, nämlich der Bundeswehr, der Berufsgenossenschaften, der kommunalen Häuser und auch der Universitätsmedizin sowie auch der Infektiologie. Sofort haben eigentlich alle unsere Referenten umgehend zugesagt und ich freue mich sehr, dass Bertil Bouillon dieses Webinar moderieren wird. Bertil, vielen Dank dafür und du hast das Wort. Vielen Dank, Mike, für die Übergabe, für die gute Einleitung. Ich glaube, wir haben alle erlebt, dass die letzten Wochen dramatische Änderungen für uns in unserem täglichen Leben gebracht haben, aber vor allem auch in unserer Klinik. Und du hast schon erwähnt, viele von uns haben Fragen und nicht jeder von uns hat Antworten. Und wir wollen einfach voneinander lernen. Es wird nicht den einen Weg geben, sondern wir hoffen, dass mit dem Webinar wir Ihnen Hilfestellung geben können für die ganz alltäglichen Fragen. Und bevor wir starten, wollen wir die Expertenrunde ein wenig vorstellen. Und wir wollen Sie einmal fragen, in einem Satz kurz zu sagen, welche Funktion Sie haben und dann aber auch schon die erste Frage stellen, so wie ist die Situation in Ihrer Klinik ganz kurz? Ist die Überlastung schon da? Ist alles noch unter Kontrolle? Wie sind die Stimmungen? Und wir starten vielleicht mit unserem Präsidenten, den wir schon gehört haben. Mike, wie sieht es bei euch in Münster aus? Ja, also Michael Raschke, ich leite hier die hiesige Klinik für Unfallchirurgie und Wiederherstellungschirurgie, Haus der Maximalversorgung, etwa 1500 Betten. Und das ist schon der erste Punkt, 500 Betten stehen leer. Wir haben im Moment 18 Corona-Patienten stationär, davon 9 Patienten intensivpflichtig und beatmet, 3 davon an der ECMO. Und wir haben praktisch im Moment, das wird nachher sicherlich auch ein Punkt sein, wir testen im Moment Kapazität, haben wir, glaube ich, für 1400 Tests pro Tag. Die Tests sind natürlich abhängig dann auch von der Kapazität der Reagenzien, aber es werden im Moment bei uns etwa 100 bis 140 Personen getestet. Und wir haben im Moment 53 Mitarbeiter des Universitätsklinikums sind oder waren positiv getestet. 9 konnten nach ihrer Quarantäne wieder ihre Tätigkeit aufnehmen und sind negativ getestet worden. Aber 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nach Abschluss ihrer 14-tägigen Quarantäne weiterhin positiv und können ihre Tätigkeit noch nicht wieder aufnehmen.
Das ist sicherlich eine ganz interessante Fragestellung. Danke für diese erste Einschätzung aus Münster. Und das sind ja schon relevante Punkte, auf die wir nachher noch kommen. Denn die kritische Infrastruktur oder Personalstruktur in der Klinik ist wirklich entscheidend auch für das Bewältigen dieser Pandemie. Und wir gehen mal nach Ludwigshafen. Unser Past President, Professor Grützner, wie sieht die Situation in Ludwigshafen aus? Ja, hallo, Freddy Grützner aus der BG-Klinik in Ludwigshafen. Bei uns ist die Situation, was das Covid angeht, wesentlich entspannter. Wir haben keinen Covid-Patienten, weder auf der Intensivstation noch in stationärer Behandlung, auch keinen bekannten Traumapatienten mit Covid. Wir arbeiten hier in Ludwigshafen sehr eng mit dem Klinikum zusammen. Dort ist die Intensivstation, sowohl die chirurgische als auch die internistische, fast voll mit Covid. Dafür übernehmen wir chirurgische Intensivpatienten Covid-frei. Insofern versuchen wir damit, Ressourcen zu sparen gemeinsam. Die Abstimmung erfolgt wirklich exzellent. Und wir haben auch eine Plattform geschaffen hier in der Region, wo komplett transparent alle Kapazitäten dargestellt werden in den Krankenhäusern, sowohl intensiv als auch Normalstation, aber auch die Ressourcenmängel dargestellt werden können. Also wenn eine Klinik keinen Schutzkittel oder keinen Mundschutz mehr hat, stellt er das auf die Plattform und wir haben dort einen sehr unbürokratischen Weg eingerichtet, um uns gegenseitig mit diesen Materialien zu helfen. Und wir haben mittlerweile eine Absprache, nachdem die Plattform eingerichtet wurde, zwischen den Einkäufern der Kliniken, sodass wir gemeinsam diese Sachen einkaufen. Das ist eine sehr gute Sache, die vom Land in Rheinland-Pfalz initiiert wurde. Wir können trotzdem bei Covid sehr gut unterstützen. Wir haben hier in der Klinik unseren Notfall deutlich aufgerüstet. Der Intensivtransportwagen jetzt nicht nur, wenn es hell ist, sondern immer vorgehalten, NEF aufgestockt. Wir haben einen zweiten Hubschrauber seit gestern hier stehen, den Christoph 112, einen EC-145-T2, also mit einem großen Hubschrauber, der nur für den Covid-Interhospitaltransport vorgesehen ist und bundesweit eingesetzt werden kann. Der wird mit unseren erfahrenen Anästhesisten und Notfallmedizinern bestückt, der Christoph 5, jetzt dann überwiegend unfallchirurgisch bestückt. Die Klinik ist in einer absoluten Ausnahmesituation. Wir machen tatsächlich nur Notfallaufkommen. Und ich frage mich persönlich, wie wir aus der Lage wieder das wirtschaftlich überstehen können. Denn auch unsere Träger, die Berufsgenossenschaften, kommen durch einen massiven Einbruch bei den Beitragszahlungen durchaus in Liquiditätsprobleme. Das ist für ein Jahr geregelt, das ist gesetzlich so vorgesehen, aber letztendlich stehen Milliardenbeträge an Rentenzahlungen, an unfallverletzten Renten, an direkten Entschädigungen an und insofern macht uns das hier auch schon durchaus Sorge im BG-Bereich. Freddy, vielen Dank für diese Einschätzung. Wir haben ja aus Münster gehört, relevante Zahlen des Personals betroffen. Ist bei euch auch Personal betroffen? Ja. Also wir haben dadurch, dass wir einen internen geringen Covid-Load haben, haben wir auch wenig Personal betroffen. Das sind vielleicht 10 infizierte Mitarbeiter und noch einige in Quarantäne, aber das ist alles im grünen Bereich. Und wir haben, da die Klinik eine Belegung hat derzeit von 55%, haben wir eine große Anzahl an Personal in den Überstundenabbau geschickt und ins Freie geschickt, um eben Ersatzteams zur Verfügung zu haben, falls auch uns das hier härter trifft. Vielen Dank für die Einschätzung und wir gehen weiter. Unser Vizepräsident in Ulm, Professor Friemert, wie sieht die Situation im Bundeswehrkrankenhaus aus? Ja, hallo zusammen, Benedikt Friemert aus Ulm. Ich leite hier zum einen die Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie. Aber nachdem ich Ende Februar aus dem Einsatz wiedergekommen bin, bin ich in die nächste Krise gerutscht und bin im Organisationsteam für die Pandemie und für Corona hier im Bundeswehrkrankenhaus Ulm ganz vorne mit dabei und durfte die ganze Organisation mitgestalten. Insofern kenne ich die Berg- und Talfahrt, die man da jetzt die letzten 4 Wochen durchgemacht hat, ziemlich genau. Aktuell haben wir unsere Intensivbetten auf 36 echte Intensivbetten aufgebohrt, die wir betreiben können. Wir haben allerdings bisher nur oder jetzt gerade 5 Patienten auf der Intensivstation liegen, davon auch noch 2 von den französischen Patienten, die gekommen sind. Wir haben 5 Patienten auf der Normalstation liegen, auf einer Covid-Normalstation.
Wir haben das Krankenhaus ungefähr zur Hälfte leer gemacht. Die Allgemeinbetten sind zu 35% nur noch belegt und haben uns im Prinzip vorbereitet und haben 4 Stationen, die jetzt allerdings leer stehen, weil wir die Patienten nicht haben. Das Aufkommen in Ulm ist äußerst gering. Ich beobachte das jeden Tag. Die Abstrichentnahmen für uns am BWK und am Standort, die beobachte ich sehr genau und die halten sich sehr, sehr in Grenzen. Insofern sind wir hier noch voll im grünen Bereich. Wir haben auch unter 10 Mitarbeiter, die betroffen sind. Das stellt uns jetzt auch nicht für große Herausforderungen. Wir haben einige Reservisten bekommen, die wir integriert haben und jetzt auch noch weiter integrieren. Und eine Herausforderung für die Bundeswehr könnte werden, dass wir natürlich die großen Transporte mit unseren Flugzeugen und großen Hubschraubern noch machen werden. Das ist, könnte für unsere Anästhesie eine Belastung werden. Wir haben ein bisschen Erfahrung gesammelt jetzt mit dem Transport dieser intensivpflichtigen Patienten. Was extrem schwierig ist, wenn man die diskonnektiert, dann brechen die richtig ein und brauchen 2-3 Tage, um sich davon zu erholen. Und unsere Erfahrung dahingehend wäre, wenn wir Patienten verlegen, so verlegen, dass sie noch nicht intensivpflichtig sind, frühzeitig verlegen, weil wenn der Patient intensivpflichtig ist, dann ist das der Transportschaden enorm. Das haben wir bei den französischen Patienten gesehen. Das hat uns mehrere Tage gekostet, die wieder auf das Niveau zu bringen, wie sie aus Frankreich losgeflogen sind. Danke für die Einschätzung aus Ulm und wir gehen nach Solingen. Professor Flohe, Schriftführer der DGU. Wie sieht es bei euch aus, Sascha? Professor Flohe ist abgekommen. Doch, jetzt bin ich. Bei uns sieht es ähnlich aus wie beim Bene. Wir haben 2-3 Patienten auf Intensivstation mit Covid-19-Verdacht. Ich selber als Unfallchirurg hätte wenig zu tun, halbe Belegung von Heiligabend, wenig Patienten, wenig Unfälle, kaum noch BG-Geschäft. Auch so ein bisschen in Krisenstäben drin, es ist viel zu organisieren. Wir haben die Intensivkapazitäten fast verdoppelt, wir haben das halbe Krankenhaus leer, wir haben einen Trakt sozusagen als Infektklinik gemacht und isolieren dort schon alle, die auf Verdacht sind. Ich hätte gedacht, bis heute Mittag, alles ruhig, alles entspannt, kann kommen. Und wir hatten hier so einen kleinen Hit im Personal ganz akut. Eine Schwester von Privatstation ist jetzt Covid-positiv getestet worden. Die war aber mit Symptomen die letzte Woche da brav im Spätdienst, wo wir die Schwester sind. Und jetzt die Kette aufzurollen, wer da alles sekundär von betroffen ist, das beschäftigt die Leute erstmal wieder. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Da werden wir sicher gleich nochmal darüber reden. Und wir gehen nochmal nach Berlin an die Charité. Und ich freue mich sehr, dass Privatdozent Dr. André Trampusch dabei ist. Wie sieht die Situation in Berlin aus? Ja, mein Name ist André Trampusch und bin der Infektiologe und berate sowohl die Orthopädie wie auch Unfallchirurgie in den infektiologischen Fragen, also die beiden Kliniken von Carsten Perker und Ulrich Stöckle. Und ich muss sagen, dass Zusammenarbeit sehr gut ist, auch mit dem Anästhesisten. Und wir so mit täglich die neuen Daten anschauen. Die nicht so aktiv waren, sind die tatsächlich Virologen und Krankenhaushygieniker. Das heißt, wir haben sozusagen aus der Klinik raus immer wieder die Bedürfnisse formuliert und so auch gedrückt, dass es schnell umgesetzt wurde. Im Netzwerk Berlin und Brandenburg zusammen läuft die Koordination über die Anästhesie. Und da waren ungefähr 140 Patienten auf der Intensivstation, davon an der Charité um die 40. Es werden jeden Tag ungefähr in das ganze Netzwerk 20 neue ungefähr kommen und auch so viel wieder raus. Das heißt, wir haben im Moment stabile Verhältnisse und die Plätze auch noch ausreichend, gehen aber davon aus, dass in den nächsten Wochen das weiter steigt. Die Triage ist so auch ähnlich organisiert. Die positiv sind, gehen auf eine Seite und die negativen auf die andere Seite. Wir haben auf jeden von den 3 Standorten auch Abklärungsstationen, wo die Patienten so lange bleiben, bis wir das Testresultat haben. Außer wenn es jetzt eine Notfalloperation ist, dann werden die in Abklärung genauso behandelt wie die positiven. Also wir gehen vom schlimmsten Fall aus, um das Personal zu schützen. Und wenn wir schon über das Personal reden, haben auch hier die Beobachtung, dass es so Clusters gibt. Und zwar dort, wo man nicht konsequent die Masken trägt. Das heißt, es verbreitet sich doch sehr schnell, wenn man nicht aufpasst. Und vielleicht ist das eine wichtige Aufgabe auch von heutigen Webinaren, dass wir darauf aufmerksam machen. Man muss konsequent weiter diese Maßnahmen streng einhalten und alle
Masken tragen, sowohl die Patienten wie auch das Personal. Vielen Dank für die Einschätzung aus Berlin. Du hast ja in der Vorbereitung des Webinars auch nochmal einen ganz, ganz wichtigen Punkt gesagt und vielleicht können wir das auch nochmal den Teilnehmern vermitteln. Es geht gar nicht so darum, eine tolle Therapie zu machen, sondern du hast mir erzählt, eigentlich ist viel, viel wichtiger, einen neuen Fall zu verhindern. Erzähl nochmal, warum. Ja, Bertil, danke, dass du noch das auch betont hast. Es geht tatsächlich nicht nur darum, dass wir das Gesundheitssystem nicht überstressen. Man muss wissen, wir haben keine Therapie, keine effiziente Therapie für diese Infektion. Das heißt, es wird ungefähr 5% der Infizierten eine intensivmedizinische Behandlung brauchen. Und von denen stirbt in jedem Land, so zeigt die Statistik, ungefähr die Hälfte. Und die anderen, die nicht sterben, haben zum größten Teil einen Dauerschaden auf der Lunge. Das heißt, es geht darum, dass wir jede Neuinfektion verhindern, außerhalb des Krankenhauses, um genau das zu verhindern, dass wir mit diesen schweren Patienten später dann zu tun haben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Gedanke und deswegen ist jeder, der verhindert wird, ein positiver. Und du hast mir ja auch eine Zahl mal gesagt, wir haben ja eigentlich schon was erreicht. Genau, wir sollten auch von positiven Erfolgen sprechen, auch wenn man die dann nicht sieht, weil sie nicht auftreten. Aber schon bis jetzt haben wir bis 31. März in 11 europäischen Ländern 60.000 Todesfälle verhindert mit den Maßnahmen, die wir hier getroffen haben. Da sind ein paar Länder, die da nicht beigetragen haben, Schweden zum Beispiel. Deswegen sind sie jetzt auch bei der aufsteigenden Kurve. Aber andere Länder, zum Beispiel Norwegen, die sind schon viel weiter und zeigen, wie man das eigentlich machen soll. Vielen Dank. Ich komme nochmal zurück zu meiner Person. Bertil Bouillon ist mein Name. Ich bin Chef der Klinik Autounfallsport in Köln-Mehrheim. Wir haben eine große Pulmonologie- und ECMO-Station und haben auch sehr intensiv uns vorbereitet in den entsprechenden Krisenstäben. Wir haben inzwischen 18 Patienten Corona-positiv auf der Intensivstation, betreut durch die entsprechenden Kollegen und haben auf der Normalstation 5 Patienten. Wir haben auch große Ressourcen freigesetzt, wie alle anderen. Wir haben uns Chirurgen, die alle in ihrer Ausbildung über die Infektion gegangen sind, nochmal fit gemacht und sind sehr, sehr gespannt, wie die Entwicklung weitergeht. Ich möchte gleich in medias res gehen und die weiteren Punkte diskutieren, die, glaube ich, jeden von uns angehen. Und wenn wir uns den unfallchirurgischen Patienten angucken, dann startet er ja in der Notaufnahme. Und eine der großen Fragen ist ja überall immer wieder gewesen, so trennen wir die Wege bereits in der Notaufnahme? Ihr habt alle erzählt, dass in euren Kliniken nachher die Positiven getrennt werden von den Negativen oder auch die Verdachtsfälle getrennt werden von den Negativen oder den Nichtsverdachtsfällen. Wie sieht die Situation in der zentralen Notaufnahme aus? Für Patienten, die mit Husten und Fieber kommen, den klassischen Symptomen, da kann man sagen, so, wie gehen wir damit um? Aber es könnte ja auch passieren, dass jemand mit einer Fraktur kommt und dann Husten und Schnupfen hat. Wie geht ihr mit diesen Patienten in der Notaufnahme um? Und wir starten vielleicht nochmal in Münster. Mike, trennt ihr die von Anfang an oder separiert ihr die in der Notaufnahme? Wie macht ihr das? Also ich habe, wollen wir sagen, die glückliche Situation, dass ich in einem Altbau untergebracht bin und hier eigentlich die Klinik in der Klinik ist. Das heißt, ich teile mir dieses Gebäude mit meinem viszeralchirurgischen Kollegen, der einen großen Schwerpunkt auf Transplantationsmedizin hat. Das heißt, wir müssen natürlich, da habe ich natürlich mit vielen Patienten zu tun, die immunsupprimiert sind. Und wir sind eigentlich sehr bestrebt, dieses Gebäude komplett Corona-frei zu gestalten. Das heißt, wir haben damit daneben verschiedene Algorithmen, wie wir versuchen, die Patienten, die den Verdacht haben, von vornherein herauszufischen. Und das geht schon los im Eingangbereich, wo praktisch Wachpersonal ist und die Patienten befragt werden nach den kritischen Fragen, ob sie überhaupt eine Anamnese haben, die in dem Bereich verdächtig ist. Also Geschmacks-, Gewichtsverlust, Geruchsverlust, Halsschmerzen und so weiter. Und das ist dann so, dass bei den Patienten, die werden dann praktisch bei uns in der Notaufnahme schon genau vorsortiert. Und wenn wir dann sehen, dass ein Patient kommt mit einer offensichtlich sofort OP-pflichtigen Diagnose,
dann haben wir die Möglichkeit, diesen Patienten auf einer interdisziplinären Aufnahmestation zu generieren. Und vielleicht kann ich diesen Fall, den ich da jetzt vorbereitet habe, vielleicht mal als Fallbeispiel zeigen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ihr jetzt auf meinen Bildschirm geht oder ob wir ihn selber abspielen. Ich mache jetzt mal meinen Bildschirm frei. Weiß nicht, ob das geht. Fragen wir mal die Technik in München. Könnt ihr meinen Bildschirm sehen? Negativ. Noch nicht. Einfach auf Bildschirm freigeben unten gehen. Ja, das mache ich mal. Vielleicht so lange, wie Mike mit der Technik kämpft. Ah, ne. Habt ihr es? Ja. Sonst gesehen. Gut, also ich habe jetzt hier einen Patienten, der in der Rettungsstelle in der Notaufnahme vom Rettungsdienst vorgestellt wird. Der hat Schmerzen im Sprunggelenk, der hat alle Risikofaktoren, die man sich so vorstellen kann. Er hat eine Dreigefäß-KHK, PAVK, Hypertonie, Vorflimmern und so weiter. Und er beschreibt allerdings, dass er seit mehreren Wochen eine Minderung seines Allgemeinzustandes hatte. Und wir führen ein Röntgen, ist gestürzt, führen ein Röntgenbild durch und man sieht man hier praktisch eine primalluläre Luxationsfraktur des Sprunggelenkes. Und da würde ich schon sagen, wir haben es ja vorher auch beschrieben und herumgehen lassen. Wir haben ja sozusagen den Normalzustand, das wäre Phase 1, dann die Phase 2 mit dringlichen Operationen, die wir machen müssen und Phase 3 mit Notfallindikationen. Und das hier würde ich eigentlich auch schon als eine Notfallindikation sehen. Bei diesem Patienten, das können wir gleich nochmal vielleicht dezidiert diskutieren. Jetzt ist dann praktisch dieser Patient genau befragt worden und er hat hier seit 2 Wochen Husten, Dyspnoe. Und auch die Ehefrau hat ähnliche Symptomatik, aber er hat keinen Kontakt mit Covid-Patienten. Und wenn wir dann praktisch uns die Kriterien vom Robert-Koch-Institut uns ansehen, es sind natürlich Rachenabstriche genommen worden. Und unsere Virologie hatte bis vor 3 Tagen ein bisschen komisches Feld. Sie haben da nicht nur negativ oder positiv, sondern das war ein Rachenabstrich, der war fraglich positiv oder fraglich negativ. Und wenn man jetzt dann in die Kriterien vom Robert-Koch-Institut geht und praktisch dann hier die Prüfung der epidemiologischen klinischen Kriterien sich anguckt, dann ist auf der linken Seite das akut-respiratorische Syndrom jeder Schwere und der klinische Hinweis auf eine virale Pneumonie, das ist der begründete Verdachtsfall. Und hier auf der rechten Seite, und das ist das, was wir auch so definiert haben, dass dieser Patient zwar klinisch oder radiologisch Hinweise auf eine Pneumonie hat, aber bisher keinen Kontakt zu Covid-Patienten hatte und ein akutes respiratorisches Symptom hatte. Und er ist dann immer wieder nochmal gescreent worden. Also, und wir haben dann praktisch bis gestern negative Rachenabstriche durchgeführt. Und dieser Patient ist dann unter dem Verdacht auf eine Covid-Infektion auch auf diese Station gelegt worden. Und solange wir jetzt noch nicht eine eindeutige Stellungnahme haben, weil es ja keine absolut lebensnotwendige Operation ist, ist der Patient erstmal in einer Schiene ruhig gestellt. Aber wir haben jetzt dann praktisch eine weitere, muss man sagen, Stufe gezündet und führen jetzt zusätzlich bei diesen Patienten, wo wir unklar sind, eine Low-Energy-CT vom Thorax-Untersuchung durch. Und da sieht man hier eigentlich sehr schön dieses Milchscheiben-Syndrom, wo wir hier praktisch periphere, deutliche Infiltrate sehen. Und das sagen uns unsere Radiologen im Zusammenhang mit einer dementsprechenden Anamnese, ist ein deutlicher Hinweis auf eine Covid-Infektion. Und da stelle ich jetzt natürlich mal die Frage in den Raum hinein, was sollen wir jetzt mit den Patienten machen? Der Unfall ist jetzt 4 Tage her und man kann jetzt mal überlegen, was sollen wir weitermachen? Der Narkosearzt sagt uns, wenn wir den jetzt intubieren, weil der pulmonal sowieso schlecht war, dann wäre er möglicherweise vom Tubus nicht loszubekommen.
Und wir versuchen natürlich schon, Operationen unter Covid-Bedingungen so weit wie möglich zu vermeiden, weil das ein irrer Aufwand ist. Praktisch, wir müssen diese Saal, den Druckluftumkehr machen in den OPs. Wir müssen die Patienten alle mit den FFP2 oder sogar FFP3-Masken operieren. Der Patient muss im Saal ausgeleitet werden und so weiter. Also meine Frage jetzt an die anderen Experten, was sollen wir jetzt machen? Vielen Dank, Mike, für die Frage und das Beispiel. Und wir gehen gleich mal an den großen Experten nach Berlin. André, wie sieht die Sichtweise aus Sicht der Infektiologen aus? Vielleicht kurze Antwort, damit wir auch noch die Antworten der anderen bekommen. Was ist dein Rat? Da bezieht sich die Frage an das Management oder an die Triage, Mike? Michael? Ja, muss man den Patienten operieren oder haben wir noch Zeit? Ist er infektiös? Müssen wir ihn als Covid-Patienten einschätzen? Oder welche anderen Möglichkeiten habe ich, das möglicherweise noch nachzuweisen? Bisher sind die Abstriche ja alle negativ gewesen. Also die Abstriche haben eine Sensitivität von 70%. Das heißt, in 30% haben wir falsch negative Resultate. Und wenn wir hier keine alternative Diagnose haben, Influenza würde sich zum Beispiel so auch zeigen, wenn die negativ ist, dann würde man ihn weiterhin als Covid-Patienten. Und wenn die Operation notwendig ist, dann muss man unter Isolationsmaßnahmen das machen. Die wichtigste ist die FFP2-Maske. Plus man muss wissen, dass alle aerosol-generierende Maßnahmen, das ist die Intubation, Extubation oder die Aspiration, hochinfektiös ist und deswegen auch die zusätzliche, nicht nur die FFP-Maske, sondern andere Schutzmaßnahmen, die aufwendig sind, zu tragen sind. Also in diesem Fall besteht weiterhin der Verdacht, weil der epidemiologische Hintergrund eher für Covid jetzt spricht. Ich glaube, die wichtige Information, die du gerade nochmal gegeben hast, ist, einfach einen Abstrich machen und zu sagen, der ist negativ, reicht im Prinzip nicht aus, sondern die Klinik führt weiterhin, richtig? Richtig, und bei der Klinik wurde hier ein CT gemacht, aber für Covid ist noch spezifischer, sind zwei Symptome. Erstens Sauerstoffsättigungsabfall unter 90% bei Raumtemperatur und Hyperpnoe, wenn mehr als 24 Mal pro Minute. Das sind die wichtigsten zwei Parameter. Vielleicht, genau, Sascha, möchtest du noch was dazu sagen, aber man soll sich mehr auf die Klinik als auf die Bildgebung und Abstriche verlassen. Jetzt gehen wir noch mal ganz kurz an die anderen Redner. Wie würdet ihr in eurem Setting umgehen? Sascha ist schon angesprochen worden. Wie würdet ihr in Solingen mit einem solchen Patienten umgehen? Also erstens zum Punkt der Diagnose. Wir gehen sehr früh ans CT ran, haben auch einige Patienten schon mit rausgefischt und ich halte das CT für spezifischer, schrecklich fast beweisen, im Gegensatz zu den Abstrichen. Zur Medizin, ich würde diesen Patienten jetzt nicht operieren. Der hat 70 Jahre, hat eine bimaläre Sprunggelenksfraktur, steht nicht luxiert. Im schlimmsten Fall kriegt er eine posttraumatische Arthrose. Wenn man ihn jetzt operiert, hat er ein extrem hohes Risiko, an der Viruspneumonie zu versterben. Ich glaube, Zahlen aus China, die haben 40% Mortalität bei muskuloskeletalen Operationen mit Covid-Patienten und Covid-Pneumonie gehabt. Also deswegen nicht operieren und wenn die Krise vorbei ist, eine schöne Arthrodese machen. Frage nach Ulm. Benedikt, wie würdet ihr vorgehen? Wir würden vieles gleich machen. Wir würden ihn auch als Covid-Patienten laufen lassen. Das CT hätten wir auch sehr früh gemacht. Das haben wir bei uns jetzt umgestellt seit 2 Wochen, dass wir sehr früh ein CT machen. Zur OP würden wir versuchen, den Patienten eben nicht zu intubieren, sondern wenn es irgendwie geht, eine Spinale zum Beispiel zu machen, regionales Verfahren zu machen, um eben aus der Intubationssituation rauszukommen. Und vielleicht würden wir uns auch überlegen, was man operiert und wie man es operiert. Solange wir, sage ich mal, die Kapazitäten haben, ist es, glaube ich, schon an uns, uns so zu schützen und das Management so zu machen, dass wir die Patienten so gut wie möglich wie immer behandeln, was die orthopädischen und feldchirurgischen Dinge angeht. Wenn das mal anders werden sollte, ist das vielleicht anders zu diskutieren, aber prinzipiell, das haben wir jetzt ja auch gehört, haben wir alle die Kapazitäten, diese Operation durchzuführen. Es ist ja nicht ein Problem der OP-Kapazitäten, sondern des Gesamtmanagements, was dann sehr aufwendig ist. Das ist alles vollkommen richtig. Also wir würden versuchen, über die Spinalanästhesie zu gehen und ansonsten ist es abhängig davon, wie der Patient aktiv war. Die Arthrodese einfach zu akzeptieren, weiß ich nicht, würden wir wahrscheinlich so nicht machen. Also
Darf ich mich da einschalten? Ich würde den auf jeden Fall nicht operieren, Benedikt. Schau dir das Risikoprofil an, die Adipositas, sein Falx-Meningeum. Ich habe jetzt die Liste nicht mehr ganz im Kopf. Das ist echt ein Patient, der kann dabei bleiben. Und die Arthrose im Sprunggelenk ist nicht lebensbegrenzend. Aber du kannst durch Maßnahmen mit einer Operation sein Leben ziemlich schnell verkürzen. Also ich würde den definitiv in der Situation nicht operieren. Jetzt haben wir eine Reihe von Meinungen gehört und wie so häufig, es gibt kein Schwarz-Weiß und es gibt auch nicht richtig oder falsch. Und es ist ja schon berichtet worden über die Erfahrungen in China. Und es gibt ja inzwischen eine ganze Reihe von Publikationen, die tatsächlich nochmal versucht haben darzustellen, das Gesamtprofil des Patienten angucken und dann zu entscheiden, wie hoch ist das Risiko, dass man durch eine Operation gegebenenfalls die Gesamtsituation dann verschlechtert. Ich glaube, das war eine ganz spannende Diskussion. Kommen wir nochmal zurück zu dem Problem der Notaufnahme. Ist das Problem Notaufnahme, Trennung der Wege überall gelöst? Sascha, erzähl nochmal, wie das in Solingen ist. Wir haben die Münsteraner Wege kennengelernt, die sind getrennt. Ist das bei euch auch so? Also wir haben sehr früh die ganze Notaufnahme in weiße, saubere und schwarze Seite getrennt und nicht mehr die ursprüngliche Trennung internistisch und chirurgisch, die wir vorher hatten, sodass auch die peritonitäre Fraktur mit Fieberzeichen oder Husten in die schwarze ehemalige internistische Seite rüberkommt und die gastrointestinale Blutung ohne irgendwelche Symptome in der chirurgischen Seite mitbehandelt haben. Und danach gehen die Patienten mit jeglichem Verdacht auch direkt in eine getrennte Station, schrägst den ganzen getrennten Hausanteil und gehen erst ins saubere Resthaus nach negativem Abstrich. Das haben wir schon vor knapp 3 Wochen angefahren und sind dadurch im Haus sehr, sehr gut mitgefahren. Und Sie gehen dann erst in den sauberen Bereich mit negativem Abstrich. Behandelt ihr sie dann bis dahin wie Covid-Patienten mit den entsprechenden Schutzmaßnahmen oder isoliert ihr sie einfach, wie wir das bei anderen Infektionskrankheiten auch machen würden? Nee, volle Behandlung wie Schutzmaßnahmen geht allerdings ein bisschen auf die Bestände der Schutzausrüstung, was ja auch in vielen Bereichen ein Problem ist. Frage nach Ludwigshafen. Wie handhabt ihr die Notaufnahme in Ludwigshafen bei dir? Also wir haben bei Covid-Verdacht werden unsere Mitarbeiter in der Notaufnahme in Schutzanzüge gesteckt, also bei begründetem Covid-Verdacht, nicht beim Patienten mit Grippesymptomen. Wir handeln da ziemlich nach den RKI-Richtlinien und wir haben zum Glück noch nicht die Situation gehabt, einen Verletzten mit nachgewiesenem Covid in unserer Notaufnahme bekommen zu haben. Aber die Handlungsanweisung in diesem Fall ist Schutzanzug, entsprechende persönliche Schutzausrüstung, noch was und dann behandeln den Covid-Fall. Wir haben nicht wie bei euch, dass da praktisch stündlich ein Covid-Patient in die Notaufnahme reinkommt. Da muss man die Wege, glaube ich, trennen. Wir können dann dicht machen für die anderen Patienten, erstmal an diesen Covid-Patienten arbeiten. André aus Berlin nochmal. Die Trennung, Rettungsleitstelle, habt ihr das genauso gemacht in Berlin? Ja, auch in Berlin ist so, dass man die mit Verdacht oder bis man einen Test hat, bei denen die respiratorische Symptome hat, in eine Covid-Abklärungsstation gibt und erst wenn wir da den Befund haben, den Abstrich, dann freigeben in eine normale Station. Wobei bei denen, die respiratorische Symptome haben, Michael Raschke hat es auch schon erwähnt, viele haben nur Halsschmerzen oder Kopfschmerzen oder auch ein bisschen Geschmack oder Geruchsverlust, bei denen warten wir noch auf einen zweiten Abstrich, weil die häufig am Anfang falsch negativ sind. Für die Operationen würden wir natürlich uns wünschen, dass wir einen Abstrich haben und wenn der nicht vorhanden ist oder positiv, dann ist die ganze Schutzausrüstung notwendig. Also ich möchte da nochmal was ergänzen. Bei uns ist es so, dass wir sagen, okay, also das Entscheidende ist natürlich die Klinik und die Anamnese. Wenn wir jetzt einen Patienten haben, wo wir sagen, okay, eine Schenkelhalsfraktur sollte man, jetzt nicht innerhalb von 6 Stunden, sollte man endoprothetisch zum Beispiel versorgen und ich kann oder möchte nicht warten, diese 24 Stunden, die es manchmal dauert, insbesondere am Wochenende, es steht Ostern vor der Tür, dass das Abstrichergebnis, welches allerdings auch nur 70%, wie André gesagt hat, 70% Sicherheit gibt, wenn ich das noch nicht habe, dann führen wir bei diesem Patienten ein CT durch,
habe ich ja vorhin gezeigt. Und wenn das CT negativ ist, die Anamnese negativ ist, dann wird der Patient unter Normalbedingungen operiert. Also nicht unter FFP2-Masken, Druckluftumkehr und so weiter, sondern unter Normalbedingungen operiert und wird dann auch nach der Operation von der Aufnahmestation auf eine Normalstation verlegt. So, wenn aber bei irgendetwas Kleines positiv sein sollte, und das ist aber wichtig, dass man den Mitarbeitern ganz klar sagt, wir dürfen uns nicht in falscher Sicherheit wiegen, wenn der Abstrich negativ ist, wie André schon gesagt hat, oder wenn auch das CT negativ ist, wobei das wahrscheinlich in der Kombination viel sensitiver ist, dann muss man auch wirklich darauf achten, dass die Patienten regelmäßig immer wieder reevaluiert werden vom Pflegepersonal. Aber dass das Personal, und nicht, dass das auch passiert, wie das bei Sascha passiert ist, eine Woche lang Dienst geschoben, immer schon schnupfen. Mhm. Die werden dann zum Betriebsarzt rechtzeitig geschickt und dann aus dem Dienst herausgezogen und neutralisiert. Das muss man ganz klar sagen. Ich sage ja Pollenflug. Schnupfen hat jetzt jeder. Du hast ja schon angesprochen, Mike, dass die Unsicherheit auch im Personal ein relevantes Problem ist. Ich glaube, das erleben wir alle. Man hat Sorge um die Familien, man möchte bestmöglich geschützt sein und auf der anderen Seite sind die Schutzmaßnahmen ja auch begrenzt, zumindest teilweise. Wie schafft ihr es, die Mitarbeiter weiter bei der Stange zu halten und sie tatsächlich gut zu informieren und ihnen zu zeigen, dass ihr auf der sicheren Seite seid? Mike, nochmal. Ja, das ist schwierig. Also muss man ganz klar sagen, man muss viel mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern reden. Man muss aber auch dann wirklich konsequent durchgreifen, muss sagen, okay, hier wird Maske getragen. Wir haben natürlich auch ein Maskenproblem, allerdings haben wir genügend, auch FFP2-Masken, auch für die nächsten 100 Tage möglicherweise, wie mir das also Quellen gesagt haben, wir sind gut ausgestattet. Die Masken werden auch wieder aufgearbeitet. Aber es ist dann eben so, dass man solche Maßnahmen ergreifen muss, wie man sagt, okay, wir machen jetzt eine gesonderte Aufnahmestation oder im kleinsten Verdacht wird getestet. Und wenn wir eine Operation durchführen müssen unter unsicheren Bedingungen und der Patient möglicherweise unter Covid-Verdacht steht, dann müssen wir in den sauren Apfel beißen und dann eben diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen im OP mit der Ein- und Ausleitung und den Schwierigkeitsgraden, dass die Patienten dann auf eine spezielle Covid-Station gelegt werden, sodass das, solange das noch nicht geklärt ist, das muss man dann alles in Kauf nehmen. Und wenn man das dann macht, dann zieht das Personal mit. Sascha, du hast gerade das Beispiel der Pflegekraft auf der Privat gesagt. Da ist ja ganz viel Unruhe jetzt. Jeder hat vielleicht Kontakt gehabt. Wie geht ihr mit der Sorge des Personals um? Also momentan die Leute, die am meisten arbeiten, ist die Arbeitsmedizin. Irgendwann muss es sie ja auch mal treffen. Und die haben sehr, sehr ausführliche Beratung gemacht. Und es ist an der Grenze zur Hysterie manchmal auch. Aber wir wählen die Prämisse lieber einmal einen zu viel nach Hause oder ins Freie oder in die Absonderung, Isolation zu schicken, als einen zu wenig. Weil jetzt können wir uns das leisten, wenn wir so eine Infektion unter Personal verschleppen, mit 20-30% des Personals weniger arbeiten und dann noch in 2, 3, 4 Wochen plötzlich viel, viel mehr Patienten haben, dann kommen wir in Probleme. Deswegen viel Gespräche, gute Beratung durch die Arbeitsmedizin und großzügige Freistellung oder Isolation von möglicherweise betroffenem Personal. Lieber ein zu viel weg als zu wenig weg, noch können wir es uns leisten. Ich glaube, darf ich ganz kurz, Bertil, ein Kommentar zu Sascha. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Man muss mit den Mitarbeitern reden. Und Sascha hat gerade gesagt, dann kommen wir in Probleme. Man muss den Mitarbeitern auch sagen, was man dann tut, wenn man in Probleme kommt. Man braucht einen Plan, man braucht eine Perspektive. Und man muss auch, glaube ich, offen kommunizieren, dass man dann die strikten Richtlinien wie nach Hause schicken. Und jeder wird nach dem Optimalen dann isoliert und Schutzquarantäne geschickt, einfach in so einer Klinik, die viele Covid-Patienten und Trauma zusätzlich noch halt nicht durchhalten kann. Also man braucht einen Phasenplan, das haben wir gemacht, Phase grün, kein Covid, gelb, orange, rot. Und rot bedeutet auch unter Umstellung der Schichtpläne einen Schattendienstplan für alle Bereiche in der Klinik, läuft im Hintergrund immer mit. Wir wissen genau, wenn es kippt, wie wir dann reagieren müssen. Also es wird vorausschauend geplant. Bisher haben wir immer ein bisschen, sagen wir mal, zu negativ
die Perspektive gesehen. Es ist nicht das eingetreten, was wir befürchtet haben. Also wir haben jetzt für Ostern eigentlich ein ganz anderes Patientenaufkommen erwartet, also vor Ostern, als es eingetreten ist. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht. Vielen Dank für die Einschätzung aus Ludwigshafen. Du hast es gerade schon angesprochen. Da können wir vielleicht noch ein bisschen reingehen. Man muss auch das eigene Team, jetzt nicht nur die Gesamtklinik, sondern das eigene Team, so Ressourcen vernünftig einteilen. Habt ihr bestimmte Regeln dort befolgt? Das ist ja aus dem Ausland berichtet worden, gerade aus Frankreich oder aus Italien, dass man die Teams separiert hat, sodass eine Woche ein Team arbeitet und die andere Woche das andere Team, sodass Kreuz in Anführungsstrichen Kontaminationen nicht vorkommen. Vielleicht, Benedikt, habt ihr solche Regeln aufgestellt oder seid ihr so gut bestückt, dass ihr sagt, wir kriegen das so geregelt? Wir sind wahrscheinlich genauso gut oder wenig bestückt wie alle anderen, sondern wir haben das nicht nur wegen der Bestückung gemacht, sondern einfach, um die Kreuzkontaminationen einfach zu, so weit wie es geht, zu verhindern. Das lässt sich leider nicht in allen Bereichen machen. Ich brauche ja einen bestimmten Personalkörper, um das durchgängig und durchhaltefähig machen zu können. Aber da, wo es geht, haben wir das gemacht, dass wir das in Teams gemacht haben. Die einen arbeiten eine Woche, dann die anderen die andere Woche. Es gibt mit einem eine kurze Übergabe, weil das große Risiko dabei ist natürlich Übergabefehler. Das ist ja klar, Schnittstellen machen Fehler und die müssen wir natürlich irgendwie auch vermeiden. Aber so versuchen wir unter den Mitarbeitern, die Kreuz- oder die Querkontamination zu vermeiden. Und es betraf, was alle anderen auch gesagt haben, unglaublich viel Reden und vor allen Dingen aber auch das Vorleben derer, die die Verantwortung tragen. Das sehe ich auch immer wieder. Wir legen irgendwelche Regeln fest und die Ersten, die sie brechen, egal in welche Richtung, sind die, die es mitentschieden haben und die dann als Vorgesetzte durchs Haus laufen und genau das nicht machen, was wir von den Mitarbeitern erwarten. Also das geht auch so ein bisschen an unsere Führungsfähigkeit. Wir müssen das auch vorleben, was wir von den anderen erwarten. Das ist bei uns eher so immer wieder auch ein Problem. Danke. Mike, habt ihr Teams umgestrukturiert in Münster? Nein, das habe ich noch nicht, obwohl ich auch keine riesengroße Personaldecke habe. Was wir aber gemacht haben, ist, dass wir also sämtliche Besprechungen, auch Fortbildungen, nicht abgesagt haben, sondern auf webbasierte Lösungen umgestellt haben. Das funktioniert erstaunlich gut. Also im Prinzip ist es auch so, dass wir die Visiten auch deutlich reduziert haben. Es sind immer nur der Stationsarzt und oder der Oberarzt, also zwei Ärzte maximal plus eine Pflegekraft, die dann die Visiten persönlich durchführen. Und haben auch den Bereich, es wurde ja sehr schnell, auch bei uns vor 3 Wochen haben wir schon eigentlich alle Spezialsprechstunden, auch die BG-Sprechstunden abgesagt und führen eigentlich eine ganze Menge jetzt telemedizinisch durch. Da haben wir eine ganz gute Infrastruktur hier, wo die Patienten vorher eingewiesen werden von Pflegekräften. Und das funktioniert erstaunlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen, wird auch gut angenommen. Und man muss sich fragen für die Zeit nach der Krise, ob wir nicht alles, aber einen Teil von diesen Elementen vielleicht auch zukünftig behalten werden. Und den Bereich Telemedizin, der hat einen Riesensprung nach vorne gemacht. Also sowohl die Ausstattung, alle Computer sind jetzt also mit Kameras ausgerüstet und wir sind jetzt auch sehr fit geworden mit diesen ganzen Webinar-Lösungen, aber das ist eigentlich wirklich, muss ich auch sagen, auch jetzt mal eine positive Nachricht. Vielen Dank. Wir haben schon gerade besprochen, es sind ja die Teams teilweise reduziert. Ein wichtiges Thema, insbesondere bei den Weiterzubildenden, ist, wie kriege ich meine Weiterbildung weiter aufrecht? Für 2 Wochen ist das kein Problem, wenn das jetzt noch einige Wochen geht. Habt ihr gute Ideen, wie man Weiterbildung auch in diesen schwierigen Zeiten weiter vorantreiben kann? Freddy in Ludwigshafen, habt ihr eine Idee, einen Plan oder ist das in Ludwigshafen kein Problem? Also in Ludwigshafen haben wir heute zum ersten Mal über Exit-Strategien gesprochen und wie wir einen fließenden Übergang zwischen Krisenmodus und Notfallmodus wieder hin zu einer Normalität finden. Und ich glaube, dann beantwortet sich diese Frage auch nicht nur die Weiterbildung, auch andere Themen. Und ich meine, wir scheinen noch nicht ganz den Gipfel in Deutschland erreicht zu haben. Und wir sollten natürlich kein unnötiges Risiko eingehen, dass wir nicht in den zweiten Gipfel hineinlaufen. Aber
Wir können unter diesen Bedingungen, wie wir sie jetzt haben, die Weiterbildung im Operativen nur sehr begrenzt durchführen. Wir haben keine Fortbildungsveranstaltungen mehr bei uns in der Klinik. Wir müssen an die Mitarbeiter appellieren, sich auch selbst fortzubilden. Da sind wir sehr, sehr gut ausgestattet mit unterschiedlichen Literaturdatenbanken und so weiter, wo unsere Weiterbildungsassistenten auch mal was lesen können. Das ist ja auch mal eine gute Gelegenheit, dass man sich auch mal theoretisch weiterbildet. Also das gehört ja auch dazu. Und dann ist das sind die Dinge, die man den Mitarbeitern eben auch empfiehlt. Aber die Frage von dem Mitarbeiter, der sagt, wie kriege ich jetzt meine Hüftprothesen zustande in Covid-Zeiten, kam noch nicht. Das ist ein wichtiger Punkt und in einem der aktuellen Artikel im Journal of Bone and Joint Surgery, wo auch über die Problematik, wie gehen wir mit der Situation um, ist diskutiert worden oder einige der Kliniken in England, Amerika bieten an, dass sie dann, wie wir es jetzt auch machen, quasi Online-Fortbildungen bzw. Webinare auch abteilungsspezifisch machen. Mike hat ja angesprochen, jede Krise hat auch ihre Chance, solche Medien zu nutzen, tatsächlich auch innerhalb der Abteilung, in einem kleineren Kreis, solche Fortbildungen anzubieten. Haben wir tatsächlich auch schon etabliert, dieses Format. Also unsere Schulterleute haben ein Format, das heißt Schultertisch in einem kleinen Raum mit Studenten und jungen Weiterbildungsassistenten, alle 14 Tage, 2 Stunden, Prinzipien. Und das wurde jetzt umgestellt auf Online-Format mit Videokamera. Fand ich super. Ich möchte jetzt noch mal kurz auf die Fragen der Teilnehmer eingehen. Wir haben ja die Möglichkeit, dass Sie Fragen stellen über F&A. Und Herr Hartensohr in Münster sortiert die ein wenig und ich würde jetzt gerne mal reihum ein paar dieser Fragen aufnehmen. Also eine der Fragen, wir haben es vorhin angesprochen, gibt es eindeutige Empfehlungen zur Druckluftumkehr im OP bei Covid-Patienten? Mike Raschke hatte berichtet in Münster, dass es ja aufwendig ist, solche Patienten entsprechend operativ zu versorgen. Es gibt diese Diskussion, Druckluftumkehr. André, kannst du uns aus infektiologischer Sicht sagen, ist das notwendig? Ist das unabdingbar? Müssen wir das tun oder können wir notfalls auch so operieren? Weil nicht jeder wird diese Möglichkeit haben. Es geht nicht um Überdruck, sondern es geht um Unterdruck. Ja, ähnlich wie bei der Tuberkulose brauchen wir auch einen Unterdruck, dass wir das nicht weiter hinausstreuen. Aber man muss wissen, Covid ist eine tröpfchenübertragene Krankheit. Das heißt, solange wir keine Aerosole bilden, ist eine Tröpfchenisolation ausreichend. Das heißt, überhaupt kein weder Unter- noch Überdruck und auch die normalen Masken. Bei der Operation ist es aber so, dass man die Patienten, wenn man sie intubiert und extubiert, dann tatsächlich Aerosole hat. Und die sind auch noch, selbst wenn es eine Umluft gibt, 15 Minuten in der Luft. Das heißt, entweder dürfen das Personal nur FFP2-Masken haben oder man muss draußen bleiben für diese 15 Minuten nach diesem Eingriff. Ein Unterdruck ist eigentlich nicht notwendig, weil das keine Übertragung ist, die dann weit rausgeht. Aber was notwendig ist, dass man die Flächen desinfiziert, weil dort, wo die Tröpfchen sedimentieren, dort bleiben sie auch Stunden, sogar bis Tagen. Und das kann man dann auch als Quelle nehmen, obwohl nicht die Hauptquelle. Die Hauptquelle ist jemand, der respiratorische Sekrete in Tröpfchen oder Aerosole ausscheidet und die anderen, die sie einatmen. Und entweder sind wir bei der Quelle oder man ist bei dem Empfänger und das, wenn man theoretisch die Masken hat, dann ist es zu 96% sicher, dass man sich nicht infiziert. Eine weitere Frage, die hast du eigentlich schon angesprochen, ist die Aerosolbildung im OP bei Covid-Patienten für uns gefährlich? Also beim Akt der Intubation, wie du es ja erzählt hast, ganz, ganz sicher. Frage ist, wie sieht es unfallchirurgisch aus? Sind wir auch gefährdet? Also die respiratorischen Sekrete sind die infektiösen, nicht Blut oder Urin oder Stuhl. Das heißt, im Operationsfeld selber entstehen natürlich auch Aerosole, aber da muss man sich schützen für andere Viren, HIV, Hepatitis B und C, aber nicht Covid-Erreger. Das heißt, alles, was immer ist, außer wenn man jetzt Operationen an der Lunge macht, dann ist es wieder gefährlich, aber sonst eigentlich nicht. Und man
Man unterschätzt aber die aerosolbildenden Maßnahmen und das sind die Aspiration, Intubation, Extubation und die nicht-invasive Beatmung. André, mein Viszeralchirurg sagte ja, also es gibt auch andere, es gibt Arbeiten auch aus dem Lancet, die beschreiben Aerosolbildung gerade bei orthopädisch-unfallchirurgischen Eingriffen, also beim Sägen, oszillierender Säge, bei der Koagulation oder bei der Jet-Lavage. Wie ist das da? Ist das gefährlich oder kann man sagen, das ist total ungefährlich? Also das stimmt, das sind Aerosole, viele Aerosole, aber solange man nicht die Lunge sägt, ist das nicht gefährlich. Okay. Jetzt nochmal an die Kollegen in den verschiedenen Kliniken, eine Frage, die auch von den Teilnehmern kommt, Erfahrungen zur Verlegung von Patienten zum Beispiel in die Reha. Ganz viele Reha-Kliniken fordern jetzt einen negativen Covid-Abstrich. Ist das in Münster auch so? Ja, das ist vom Gesundheitsministerium vor 2 Tagen, glaube ich, als Forderung gekommen. Das machen wir auch. Alle Patienten, die in eine andere, nicht nur in eine Reha, sondern in eine andere Klinik verlegt werden, bekommen diesen Abstrich und den Status. Und wir fragen den natürlich bei anderen Patienten, die wir übernehmen sollen, auch ab. Aber es ist jetzt für uns jetzt keine Bedingung, dass wir sagen, wir nehmen nur Patienten, die Corona-frei sind. Und für die Reha-Kliniken ist es ja zum Teil so, dass die durchaus auch Möglichkeiten haben, die Patienten dann zu isolieren oder zu kohortieren. Und von daher ist es sinnvoll, dass man das macht. Wir machen das auf jeden Fall. Wie sieht das in Ulm aus? Ja, also wir machen das, oder bei uns ist es auch so, es werden Abstriche gefordert von den Reha-Kliniken. In die Reha ist bei uns noch kein Problem. Was eher ein Problem ist, sind die Pflegeheime, Patienten in die Pflegeheime wieder zurückzubringen oder neu in ein Pflegeheim zu bringen, wenn sie da noch gar nicht waren. Da entsteht offensichtlich bei uns ein Problem. Und deswegen haben wir bei uns eingeführt eine Low-Care-Station, also ein Bereich, wo wir Patienten, die eigentlich nach Hause gehen könnten oder in eine Pflegeeinrichtung gehen könnten, aber organisatorisch da einfach nicht hinkommen, dass wir die da aufnehmen und damit natürlich auch Personal zu sparen. Das sind ja nur Leute, die eigentlich zu Hause zurechtkämen und die brauchen was zu essen, die brauchen ein bisschen Betreuung, aber das war es dann auch, um einfach ein bisschen Puffer zu schaffen, bis wir dann den entsprechenden Platz geschafft haben. Also Reha noch kein Problem, aber mit Abstrich, Pflegeeinrichtungen auch, aber da erscheint bei uns in Ulm eher das Problem zu entstehen. Sascha in Solingen, braucht ihr auch den Abstrich? Und wenn ja, wir haben die Diskussion, wir haben einen Abstrich genommen, Patient bleibt jetzt noch 2 Tage länger. Nee, wir wollen einen aktuellen Abstrich haben. Also Reha stellt sich nicht, das sind Endoprothesen, die operieren wir nicht mehr. Altenheime ist ein Thema, da habe ich heute von unserem Gesundheitsamt den Hinweis gekriegt, dass ich einen Abstrich nehmen muss. Darf den Patienten aber vor dem Ergebnis schon schicken und isolieren in den Heimen hier. Das ist eine städtische Solingen-Lösung. Wir müssen das Ergebnis dann nachfaxen. Also die Verlegung ist nicht verzögert, aber ich muss sie abstreichen. Auch insbesondere in die geriatrische Frühreha, da sind ja auch die Diskussionen immer wieder, weil das natürlich auch ein Klientel ist oder Patienten sind, die durchaus Risikopatienten sind. Habe ich keine Probleme mit. Die Geriatrien ist eher das Erstaunliche, die nehmen jetzt sofort, die sind auf einmal leer. Also das Verlegungsproblem, was sonst immer gibt es nicht mehr. Interhospital bis jetzt, wir fragen ab, aber keine geforderten Abstriche in meinem Umfeld. André, weitere Frage der Teilnehmer. Wertigkeit der Mund-Nasen-Schutze für Patienten? Das wäre eigentlich die wichtigste Maßnahme, weil die sind ja meistens die Quelle. Oder Altersheime wurden vorher angesprochen oder Reha. Eigentlich sind dort die Hauptübertragungswege die asymptomatischen oder nur mild symptomatischen Pfleger. Das heißt, das wäre die zweite. Man kann nur die Kette unterbrechen, wenn man an beide trägt. Bei uns ist es so, dass jeder, der auf die Notfallstation bekommt, bevor er A sagt, bekommt er die Maske. Und bevor der Arzt A sagen kann, bekommt er, oder nein, die hat er sowieso als Pflicht auch, die normalen Maske, Mundschutz. Somit können wir eigentlich die meisten Infektionen verhindern. Theoretisch, wenn wir zum Zeitpunkt, wo in China die Pandemie gestartet hat, wir in Europa alle diese ganz normalen Masken hätten, hätten wir die ganze Epidemie jetzt hier in Europa nicht gehabt. Also man hätte mit einfachen Maßnahmen das verhindern können. Jetzt sind wir so weit, dass es überall ist. Und übrigens, mehr als die Hälfte der Übertragungen passieren von den asymptomatischen Leuten. Das heißt, wir können das gar nicht
mit Symptomen eindämmen. Wir können sie nur rechtzeitig vor der OP diagnostizieren. Aber Maske, wenn immer möglich, ja. Es ist noch eine weitere Frage zu den Masken jetzt aber für uns. Reicht ein Mund-Nasen-Schutz im OP, also der einfache Mund-Nasen-Schutz, wenn der Patient intubiert ist? Nein, das ist eigentlich ein Kunstfehler, weil wir exponieren das Personal, das wir ja sicher brauchen. Wir haben schon jetzt 10% Ausfall. Wegen Angst werden nochmal 10% ausfallen. Wenn wir jetzt noch die Schutzmaßnahmen nicht einhalten, dann wird es zum Problem. Und viele von uns gehören schon zu einem Risikoprofil, schon vom Alter her. Die Mortalität steigt schon ab 50 langsam nach oben. Also FFP-Maske 2 immer haben, wenn der Patient nicht sicher negativ ist, das heißt, wenn nicht ein Abstich vorliegt. Ja, aber André, das ist richtig, aber man muss jetzt nicht bei jeder Operation eine FFP2-Maske tragen. Wenn der Patient intubiert ist, sicher intubiert ist, geblockt ist, muss der Narkosearzt für den Zeitpunkt der Intubation und der Extubation natürlich eine FFP2-Maske tragen. Und ich persönlich würde es an alle Anwesenden im OP empfehlen. Aber wenn er sicher intubiert ist und dann ein Filter drauf ist, dann reicht der normale Mund-Nasen-Schutz bei den Corona-Patienten aus, so sagen es uns zumindest unsere Hygieniker. Ich würde aber trotzdem bei jedem Patienten, der unter Corona-Verdacht operiert wird, das Maximum einfordern. Das heißt, ich würde auch dann empfehlen, dass praktisch die Chirurgen und auch das Pflegepersonal alle mit FFP2-Masken arbeiten und natürlich auch besondere Schutzanzüge, doppelte Handschuhe und so weiter. Mike, danke für die Klärung. Ich habe die Frage von Bertil verstanden, bei der Intubation oder Extubation. Und wenn die aber in einem separaten Raum stattfindet, was Sinn macht, dann müssen nur die da tragen. Aber 15 Minuten ist dieser Raum nicht zu betreten. Das heißt, da muss man aufpassen. Ja. Ich glaube, das war nochmal ein wichtiger Hinweis. Jetzt haben wir noch einige Fragen. Ich suche nochmal eine raus. Die ist schon sehr, sehr wichtig auch. Ich weiß nicht, ob du sie beantworten kannst. Wir wissen, dass jede Operation ein Trauma ist. Und eine Frage ist, kann ich einen noch asymptomatischen Covid-Patienten durch eine OP schädigen? Ja, dazu kann ich auch noch kurz sagen, eine Studie, die in Lancet vor 3 Tagen erschienen ist. Wenn der Patient in der Inkubationszeit operiert wird, dann haben 20% danach eine Pneumonie gehabt, die pflichtig war, und davon sind 40% gestorben. Also wir haben keinen Test zu sagen, ob der Patient infiziert ist, aber noch in der Inkubationsphase. Deswegen sollte man keine elektive Operationen machen, weil der Outcome deutlich schlechter ist bei denen. Okay. FFP2-Masken sind ein heißes Thema. Es kommen weitere Fragen rein. Nochmal Unterschied FFP2 und FFP3 und bin ich mit FFP3 besser geschützt? Ich habe gelernt von unseren Hygienikern, das Allerwichtigste ist, man sie gut anmodelliert, weil man kann auch eine tolle Maske haben, FFP2 oder FFP3. Wenn sie nicht gut anmodelliert ist, ist der Schutz auch nur begrenzt. An mich? Ja, ja, also es gibt bei diesem Virus keinen Unterschied, FFP2 oder FFP3. Die FFP3 hat ein paar Prozent bessere Filtrierung, aber beide sind über 92%. Und genau das Wichtigste ist, dass die einfach gut anpasst. Man darf beim Einatmen, darf die Luft nicht beiseite hineingehen, sondern immer durch den Filter. Okay. Dann jetzt eine Frage, die sehr, sehr weit hingeht. Also Einschätzung der wirtschaftlichen Konsequenzen für die Kliniken als Folge der aktuellen Situation. Vielleicht fangen wir ganz kurz ein bisschen diese Diskussion an. Vorhin hat Freddy Rützner in Ludwigshafen schon erzählt, mit eurem Setting BG-Kliniken nicht so einfach. Kannst du da noch mal 2 Worte zu sagen? Also ich kann ja aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben dass man hochgerechnet fürs Jahr und so ein Szenario mal als Hypothese aufgestellt. Also wenn wir im September wieder halbwegs normale Belegungen und OP-Zahlen und Leistungszahlen haben, dann würden uns dieser Ausfall so etwa 27 Millionen kosten. Wir sind ein kleines Haus. In Mehrheim ist das, ja, sagen wir mal, verschwindet, ja, im Graubereich.
Aber für uns ist das schon hart und das kann man ein Jahr mal aushalten, aber wir wollen hoffen, dass wir viel daraus gelernt haben aus dieser Situation und was Herr Trampusch gesagt hat, mit mehr Prophylaxe und sicher ein anderes Verhalten an den Tag legen, ist eine wichtige Botschaft. Aber wirtschaftlich wird uns das schon sehr, sehr hart treffen. Und das wird die ganze Gesellschaft wirtschaftlich hart treffen. Ich kann nur sagen, Spitzenmedizin ohne eine starke Wirtschaft wird es nicht geben. Insofern brauchen wir eine Strategie, wie wir mit dem Virus auch leben können. Die Universitäten und die Bundeswehr sind ja wahrscheinlich ganz gut gestellt. Deswegen gehe ich erstmal zu Sascha. Sascha, wir sind in kommunalen Häusern, du und ich. Wie ist die Einschätzung bei euch, was die wirtschaftliche Situation angeht? Also wir beide waren ja vorher schon quasi pleite, deshalb ist ja nichts Neues. Wir machen 1 Million Defizit pro Monat, ist bei uns ausgerechnet. Die spanischen Maßnahmen puffern ungefähr 500.000 ab. Genau. Bleibt 500.000 pro Monat. Die gehen in die Bilanz negativ rein. Mal schauen, was der Bürgermeister am Ende des Jahres draus macht. Kommunalwahl sind im September und dann wird neu gemischt. Danke für diese klare Einschätzung. Ich glaube, wir können nur spekulieren. Aber es gibt ja in jeder Krise auch eine Chance. Also wenn wir diskutieren, erzählen ja viele Leute, Mensch, also in Deutschland, Mortalitätszahlen sind eigentlich ganz gut. Die Infektionszahlen gehen ganz langsam doch auch runter. Ist keine Exponentialfunktion mehr. Hat man erkannt, dass das, was vorher böse war, nämlich die Riesenvorhaltungen, die wir haben, vielleicht für eine solche Situation sogar rettend waren? Und können wir dann so ein bisschen übertragen, dass wir ja im Bereich der Unfallchirurgie immer diskutiert haben, die Vorsorgekosten oder die Vorhaltekosten für Polytrauma, für Massenanfall von Verletzten oder auch solche Situationen sind nie so richtig ins Bewusstsein der Gesellschaft und auch der Politik gerückt. Ist das jetzt anders? Mike, aus der Sicht eines Präsidenten, siehst du da ein bisschen Licht am Horizont? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, gerade was wir in den letzten 15 Jahren seitens der Unfallchirurgie vorleben, die Netzwerkstrukturen, dass eben auch nicht alles überall gemacht werden muss und andererseits dann teure Vorhaltekosten, Vorhaltungen auch bewerkstelligt werden, das hilft uns im Moment erheblich. Was natürlich uns Unfallchirurgen schwerfällt, ist, dass wir jetzt nicht am Steuer sind. Das muss man nun auch mal ganz ehrlich sagen. Also wir sind jetzt im Moment nicht die Leute, die zu entscheiden haben, aber die Strukturen, die wir aufgebaut haben, die helfen natürlich schon. Dass die Wege sind kurz und wir können uns dann sehr schnell auch untereinander aushelfen. Genauso wie zum Beispiel, als wir vor 2 Jahren diesen erweiterten Suizid hier in Münster hatten, haben sofort die Kollegen aus den Niederlanden angerufen und gesagt, können wir helfen, können wir Patienten übernehmen. Da war ja auch eine sehr unüberschaubare Situation. Andersherum ist es so, dass wir jetzt proaktiv auch in Münster, weil wir eben im Moment Kapazitäten haben, durchaus da eben auch Patienten aus den Niederlanden oder Benelux insgesamt auch übernehmen. Und das sind sicherlich positive Tendenzen. Insgesamt muss man allerdings sagen, ein Case-Mix-Punkt ist an der Universität genauso viel wert wie im kommunalen Haus. Und das ist so. Und wir schreiben hier im Universitätsklinikum sicherlich zwischen 30 bis 50 Millionen ohne Corona an roten Zahlen. Und das spiegelt einfach auch die Unterfinanzierung generell der Universitätsmedizin wider. Und das muss man einfach sehen, wie das dann weitergeht. Also ich könnte mir vorstellen, dass es locker auch in dreistellige Beträge an den Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen gehen wird. Benedikt in Ulm, du bist ja einer der Protagonisten, die uns geholfen haben in den letzten Jahren, uns auf Massenanfall vorzubereiten. Und du hast ja viele Initiativen gestartet. Aus deiner Sicht ist das Thema Vorhaltekosten jetzt mit dieser Pandemie ein bisschen mehr in Fokus der Gesellschaft und der Politik gerückt? Also ich sage mal so, wenn man das jetzt nicht verstanden hat, dass Daseinsvorsorge notwendig ist, genau für solche Situationen, dann weiß ich auch nicht mal noch, was passieren muss, um das zu verstehen. Und wenn ich an die Bertelsmann-Stiftung-Studie von einem halben Jahr denke, wir brauchen in Deutschland nur 600 Kliniken, dann weiß ich nicht, wie wir das hinbekommen hätten. Und wenn wir sehen, wir haben 28.000 Intensivbetten bei uns, vielleicht auch ein paar mehr, ein paar weniger, aber deutlich mehr als viele andere Länder haben,
dann ist das, glaube ich, auch was, das wir eben von allen auch gehört haben, wir haben noch viel Kapazitäten frei. Und ich denke, Daseinsvorsorge muss jetzt gemacht werden, die gehört aber in die öffentliche Hand. Die kann ich die Privatträger nicht finanzieren lassen. Wie man da die Modelle entwickelt, weiß ich auch nicht. Aber an dem Beispiel wird es doch mehr als deutlich, dass das notwendig ist. Ja, da vielleicht noch einen kleinen Kommentar, Bertin, wenn ich da. Also man sieht hier in der Region, dass die kleineren Krankenhäuser, die regional ja eine gute Arbeit leisten, jetzt sofort in die Knie gehen. Die haben personell nicht die Decke, die können ihre Intensivkapazitäten nicht gut beitragen in das Gesamtsystem. Und ich glaube, man muss mal von oben drauf schauen und aus dieser Krise kann man, glaube ich, eine Menge lernen. Also das Erste, was wir gelernt haben, wir sind ziemlich krisenfest, wie wir das jetzt alle auch festgestellt haben. Da können wir im internationalen Vergleich durchaus stolz sein und die Unfallchirurgie mit den Netzwerkstrukturen und so weiter, das ist eine Blaupause für andere Bereiche aus. Da sind wir, können wir echt stolz sein, was geleistet wurde in Deutschland. Unser System ist krisenfest, aber wir müssten jetzt mal das analysieren und Finanzierungsmodelle und Weiterentwicklungsmodelle auch strukturieren, die eben nicht die Universitäten und die großen Kliniken mit den hohen Vorhaltekosten unter diesen ständigen Druck setzt. Ich glaube, das war nochmal ein wichtiger Hinweis. Sascha, aus deiner Sicht, du bist ja lange Vorsitzender NIES gewesen, also unserer Sektion Notfall-, Intensiv- und Schwerverletztenversorgung. Auch für dich immer ein wichtiges Thema. Ist das Thema Vorhaltung jetzt in das Bewusstsein gerückt? Also ich glaube, dass diese Krise den Gedanken, vor allem gerade, dass es der Staat und vielleicht auch eine Stärkung der kommunalen und staatlichen Krankenhauseinrichtungen zur Folge haben kann. Und ich sehe auch doch vielleicht ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Man fragt sich nur, ob wir uns insgesamt leisten können, weil der Staat wird nicht besser dastehen nach der Krise, sondern wird mal wieder in seinem Defizit ein paar hundert Milliardchen nach unten gerutscht sein. Und für den Unfallchirurgen sehe ich das aber, glaube ich, eher als Chance. Ich sehe uns gar nicht so sehr am Rande stehend, wie vielleicht der Michael bei uns, sagen, die Anästhesisten arbeiten viel, die Infektiologen arbeiten viel und wenn man dann noch nach Leuten sucht, die akut reagieren können, schnell irgendwo eingesetzt werden können, ist man ganz schnell in unseren Abteilungen. Das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Hinweis und die Erfahrung machen wir, glaube ich, im Augenblick alle. Ich würde gerne nochmal einige Fragen aufnehmen. Ich sehe noch zwei. Wenn man Covid-Patienten hat, André, müssen die isoliert werden? Kann eine Kohortenisolation durchgeführt werden auf einer Station, wie wir das bei anderen Infektionsbildern machen, oder müssen die einzeln untergebracht werden? Die kann man auf jeden Fall zusammen Kohorten isolieren. Was vielleicht wichtiger ist, dass das Pflegepersonal versucht, tatsächlich nur diese Patienten zu versorgen und nicht zwischen den Nicht-Covid-Patienten zu switchen. Bei den Nicht-Covid-Patienten, ja, die können sowieso kohortiert werden, aber was nicht gut ist, dass man die mischt auch im gleichen Zimmer, weil Tröpfchen, auch wenn wir sagen nur ein Meter, aber es geht auch über die Hände und das Risiko würde man nicht eingehen. Noch eine weitere Frage. Wir haben viel über die